So, Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blackguards. Wir sind wieder da. So, und wir gehen auch gleich... Nein, so geht man nicht. Wir gehen auch gleich mal wieder. So, von unserem guten Naurim. Die Axt ist bei einem Drachen. Das haben wir schon erfahren, dass er einen Drachen gejagt hat in der ersten Folge. Hier ist die Drachenhöhle. Aber ich würde doch sagen, wir gehen erstmal nach Tenesch. Wir sind nämlich noch nicht so wirklich gut ausgerüstet und sollten wir wirklich gegen einen Drachen kämpfen müssen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, Tenesch. Bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Oh, schön. So ein kleines Städtchen. Wir haben hier einen Händler. Was? Haus des Zwergenfreundes. Gut, der soll uns ja in die Stadt bringen. Da gehen wir gleich hin. Jetzt gehe ich erstmal zum Händler. Endlich Kundschaft. Ah, endlich Kundschaft. Sehr gut. Inventar, Händler. Ich glaube, viel Geld haben wir nicht. Wir haben nur noch Silberstücke. Aber wir können ja was verkaufen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wenn ich was verkaufen will... Bist du sicher, dass du diesen Gegenstand verkaufen willst? Benutze... Ja, das mache ich lieber so. Ja, aber verkaufe ich dann alle drei? Ich will ja nicht alle drei verkaufen. Kann ich da nicht... Kann ich nicht... Hallo? Wie kann ich denn da einzelne nehmen? Oder frägt der mich dann? Ich probiere das jetzt mal aus. Nee, der frägt mich nicht. Der haut einfach alles weg. Toll, jetzt habe ich keine Fackel mehr. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Na gut. Ich will jetzt nicht neu laden. Ich lasse das jetzt auch einfach mal. Haben wir eben keine Fackeln mehr. Die Lederhose, die zweite. Ach komm, weg. Die Schuhe, weg. Waffen. Das Holzschild finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Kann auch weg. Jagdbolzen, wir haben keine. Da fragt es mich jetzt, wie viele. Ja, alle. So, jetzt haben wir gar nichts mehr, aber wir haben jetzt 13 Dukaden. Vielleicht können wir uns damit ein bisschen wenigstens ausrüsten. Wir haben 3 Dukaden für 3 Fackeln bekommen und jetzt bekommt... Der will 12 für eine. Na, holy moly, da darf man sich nicht verklicken. Kampfstab nützt uns nichts, Jagdbolzen nützt uns nichts. Okay, ich glaube, das hat so... Eine Wurfaxt. Ja gut, aber wenn wir die geworfen haben, ist vorbei. Weiß nicht, ob das so prickelnd ist. Proviant haben wir noch 3. Okay, ich lasse das jetzt erstmal. Kann jetzt sein, dass das auch ein Riesenfehler war. Ich weiß es nicht. Dazu kenne ich mich zu wenig aus mit dem Spiel, aber ich muss immer noch sagen, ich finde es zu geil, das Spiel. Und was es hat er mega gesagt? Spaß. Er sagte, das sind nicht die Druiden, die wir suchen. Schöner Mist. Die ganze verfluchte Mühe umsonst. Hey, was wollt ihr? Wir sehen uns nur um. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten, richtig? Bringt sie alle um! Ah, schön. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Okay. Nette Anspielung, Dedelic. Nette Anspielung. Okay, wie sieht's aus? Unser guter Naurim hat natürlich den Zweihänder in der Hand, was nicht so prickelnd ist, aber... Naja, was wollen wir machen? 65% oder 90% normaler Schlag. Ganz kurz. Wie viel hat der Kollege? 22. Er ist aber eher dran. Das heißt, wir nehmen erstmal ihn hier auseinander. Komm, wir probieren's. Oh nein! Das war ja ich! Kein Wunder, dass das so schlecht war. Ich dachte, wir sind Naurim. Ach Mensch! Habe ich wieder falsch gemacht. Verdammt. Jetzt haben wir noch... Was können wir in der Kiste tun? Ich hau da jetzt mal auf die Kiste drauf. Was soll's? Ich hab eine Kiste kaputt gemacht. Hat das mir jetzt irgendwas gebracht? Oh, der hat einen Degen. Ich will den Degen haben.
So, dann versuchen wir mal mit ihm, ihnchen hier auszuschalten. Der Zauber hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Komm schon. Sehr gut. Daneben. Hui, den habe ich gar nicht gesehen. Autsch. Naurim wurde erwischt, aber das ist nicht ganz so wild. Komm, den treffe ich. Einwandfrei. Und er ist verwundet, auch noch. Gut, Naurim könnte ihn jetzt ausschalten, wenn er gut genug trifft. Und er trifft. Sehr schön, einer weniger. Okay. Nein, ich würde ganz gern nochmal den Zauber wirken. Und er ging daneben. Verdammt. Brisa... Bogen. Sehr schön. Der dürfte auch bald oben platt sein. Autsch. Naurim kriegt's immer ab. 60%. Ja, ist mit dem Schwert. Das ist eben nicht seine Waffe. Das ist eben so. Deswegen haben wir da ziemlich schlechte Werte. Okay, wie viel hat er noch? Er hat noch 9. Er hat noch 3, aber... Breeza ist als nächstes... Nein, er ist nochmal dran. Egal. Ich gehe auf ihn. Nochmal einen schönen Feuerzauber. Mist. Der daneben geht. Verdammt. Och, Mann. Viel Mana hat er auch nicht mehr. 30 nur noch. Ja, wobei, das geht noch. So, Baran, streng dich mal ein bisschen an jetzt. So, ich glaube, da reicht auch ein normaler Angriff. Nein! Ja, hat gereicht. Aua. Gar nicht schön. Komm, auf die Fresse. Nein! Sehr schön. Noch einer weg. Dieses Mal klappt's aber zu Baran. Komm schon. Gut. 13, jetzt hat er noch 9. Okay, du gehst mal darüber. Jetzt hast du eine schöne Angriffsposition. Grisa. Sehr gut. Traumcount. Am besten bringen wir es sofort zu diesen Verrückten zurück. Ah, jetzt haben wir das Traumkraut, das wir brauchten. Ja, ein gewöhnlicher Gürtel, sehr gut. Wurfmesser und Gladiatorenhandschuhe. Alles nehmen. Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir schauen dann auch mal, dass wir... Naurim seine Axt wieder besorgen. Doch jetzt würde ich ganz gern erstmal hier ausrüsten. Was haben wir hier? Was metallisch? Gladiatorenhandschuhe. Die haben wir schon. Rüstung. Das heißt, wartet mal. Naurim. Dann kriegt die Naurim. Und den Gürtel würde ich aber gern Zurbaran geben. Das ist ein gewöhnlicher Gürtel. Was habe ich hier für einen? Schäbiger Gürtel. Ja, nee. Nee, sehe ich nicht ein. Nee. Dann kriegt Zurbaran den schäbigen Gürtel. Wobei, was ist da der... Ja, da kriegen wir 2 Slots. Nee, nee, dann kriegt Zurbaran den normalen und wir kriegen den schäbigen. Ganz einfach aus dem Grund, weil er auch noch Mana trinke. Dann nehme ich mal einen schwachen Heiltrank. Und Zurbaran kriegt nämlich seine Zaubertränke mit rein. Sollen wir ihm noch einen Heiltrank geben oder lieber noch einen... Nee, ich gebe ihm 2 Mana-Tränke, dass wir ihn auch auf jeden Fall nutzen können. Traumkraut haben wir jetzt. Das Ding kann ich ja nicht anlegen. Elonors Stein. Wundbinden könnte man, glaube ich, auch... stellt auch kleine Wunden. Versorgt das. Wäre auch eine Option, aber ich glaube, Mana-Tränke sind jetzt erstmal wichtiger. Die Wurfmesser würde ich ihm gern noch geben. Hallo? Ach, die muss ich auch in den Gürtel packen. Ah, okay, dann würde ich sagen, machen wir das doch so. Oder heben wir uns die mal auf? Ich glaube, die heben wir uns einfach mal auf. Machen wir das so. Genau, so können wir es erstmal lassen. Und zu dem Händler, dem Halsabschneider, gehe ich nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal weiter.
So, wieder zurück nach Dörsch oder Dorsch. Ich glaube Dorsch oder Dörsch. Nee. Drüllsasch. Okay. Schon zurück? Ja. Traumkraut. Vielen Dank. Und unser lieber Freund? Wölfe haben ihn gefressen. Ihr habt Talent. Unser Handelswagen steht für euch bereit. Wir können euch jederzeit ungesehen nach Drohl bringen. Und wieder hinaus. Danke. Wölfe haben ihn gefressen? Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ah, eine größere Stadt, so wie es aussieht. Dann sehen wir uns doch mal ein bisschen um. Eine Händlerin, sehr schön. Hier hinten haben wir einen Wirt, einen Heiler. Gut zu wissen. Da haben wir unsere beiden Zwergenfreunde. Oh, ein Alchemist. Das könnte von Vorteil sein. Eine Schmiedin ist auch nicht zu verachten. Zu den hängenden Gärten. Mhm. Schauen wir mal. Da ist sie. Die schönste Rose Drohls. Meine Baroness. Ein bisschen schmal. Und wer ist der Mann? Ihr Vater lässt sie Tag und Nacht von einem Leibwächter bewachen. Ich darf mich nicht blicken lassen, sonst haben wir gleich die gesamte Stadtwache am Hals. Gibt es da etwas, das du uns verschwiegen hast? Irgendwie müssen wir ihn loswerden. Auf einem rechtmäßigen Weg. Okay. Alborn. Gartenmeisterin. Da hinten ist die Baroness, die Dame des Herzens. Und hier haben wir den Leibwächter. Bevor wir jetzt aber mit ihm reden, würde ich ganz gerne nochmal zum Marktplatz gehen. Und mal gucken, was wir da so erreichen können. Zuallererst mal gehen wir zum Wirt. Endlich einmal gut gelaunte Gesichter. Das war ironisch. Nein, nein, ich bin ein richtiger Strahlemann. Neuigkeiten. Zurbaran, die Baroness. Wir können also nach ihr fragen. Übernachten. Also wir werden auf jeden Fall übernachten, weil ich möchte meine Leuten ein bisschen Ruhe gönnen. Aber jetzt fragen wir erstmal nach Neuigkeiten. Irgendwelche Neuigkeiten? Kommt ganz drauf an, wem ihr Glauben schenkt. Seit einiger Zeit sollen immer wieder Menschen verschwinden. Junge, schöne Menschen. Es gibt aber auch Geschichten, in denen einige von ihnen wieder auftauchen. Ohne Seele. Erzählen die Waschweiber auch, wer hinter den Entführungen steckt? Die fliegenden Füchse vielleicht. Die Räuberbande. Das würde mich wundern. Soweit ich weiß, fliegen die Füchse nicht mehr. Die Füchse? Ah ja. Wie geht es der Baroness Bellarita nach dem Tod ihres Gemahls? Es wird schlimmer und schlimmer. Inzwischen geht das Gerücht, der Baron sei vergiftet worden. Wie furchtbar. Die Baroness ist natürlich sehr mitgenommen. Nur zu verständlich. Und wer kann sagen, ob nicht auch ihr Leben in Gefahr ist? Aber keine Sorge. Die Leibwächter ihres Onkels lassen sie niemals aus den Augen. Ich habe so einen Verdacht. Ich habe so einen Verdacht. Zurbaran. Okay, übernachten die wir mal. Die Zimmer werden euch gefallen. Ja, die waren sehr schön, die Zimmer. Danke. So, alle wieder geheilt, alle wieder fit. Jetzt bin ich ein bisschen unschlüssig. Gehen wir zuerst. Einen Heiler brauchen wir jetzt nicht wirklich. Händlerin. Ich gehe mal zur Schmiedin. Endlich Kundschaft. Ja. Ein Wurfspeer. Achso, wir sind auf Items. Oh, Huf. Gut. Ah, eine leichte Armbrust. Ein schwerer Dolch, schwerer Dolch, schwerer Dolch, schwerer Dolch. Ein Degen. Wir haben natürlich jetzt niemanden, der dafür ausgebildet ist. Ein Florett, ein Rapier. Aber ich würde gerne meine Leute darauf trainieren. Zumindest Brisa. Müssen wir mal reingucken hier. Waffentalente. Ja gut, das System hat ihr jetzt natürlich Dolche gegeben und Hiebwaffen, was ich nicht so toll finde, ehrlich gesagt. Da hätte ich die Punkte doch selbst vergeben sollen.
habe ich so langsam das Gefühl. Bögen ist natürlich toll, dass sie Bögen hat. Ich will natürlich auch voll auf Bogen gehen. Allerdings fände ich es schön, wenn sie noch andere Waffen beherrschen würde. Zum Beispiel Fechtwaffen. Das fände ich doch irgendwie reizend an ihr. Oder Schwerter und Säbel. Wäre auch als Zweitwaffe ganz schön irgendwie. Speere finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube, die Punkte hier sind verschwendet. Dolche finde ich ganz cool. Vielleicht gehen wir auch mit ihr auf Dolche. Ich meine, die Punkte hat sie. So oder so. Aber ich würde doch ganz gern bei ihr auf Fechtwaffen gehen. Oder eben auf Schwerter. Ich bin mir so unsicher. Da würde ich halt immer gern euch fragen, ne? Aber so lange kann ich immer nicht warten mit weiterzocken, weil das Spiel so geil ist. Komm, Schwerter können wir bestimmt bei einem anderen noch leveln. Ich würde sagen, oder wir gehen doch auf Dolche mit ihr. Weil eigentlich ist sie ja unsere Fernkämpferin. Schwierig. Er hat Hiebwaffen und er hat überhaupt keine Waffen gelevelt. Außer Stäbe. Okay. Liegt bei einem Zauberer auch nahe. Aber ich denke, wir kriegen noch andere Leute dazu. Deswegen gehen wir bei Breezer. Ich gehe jetzt hier mal gar nicht weiter. Wir sammeln sowieso noch AP und wir können das später noch entscheiden. Gut. Sie ist auf jeden Fall gut mit Dolchen. Wir haben hier Dolche, aber die sind viel zu teuer. Viel zu teuer. Degen wäre schon cool. Florettdegen, Buckler. Rüstungen. Kettenhaube ist alles viel zu teuer. Wurfspeer auf keinen Fall. Das ist Geldverschwendung. Okay, also noch shoppen ist noch keine Option. Heiltränke, Tinkturen, Gifte. Ich habe alles. Sehr schön. Da können wir aber nur kaufen. Ich dachte, wir können jetzt hier vielleicht auch lernen, wie man Heiltränke herstellt. Das wäre gar nicht so übel. Rüstungen, Waffen hat er nicht. Antitod. Das wäre vielleicht eine Überlegung, aber nicht für 8 Gold. Das ist mir alles noch zu teuer. Greif zu, Senora. Okay. Dornenmatte. Was macht die? Eine getarnte, mit großen Stacheln bewegte Matte. Bewährte Matte. Stufe 2. Die Wurfmesser, Wundbinden. Okay. Ist jetzt auch nicht. Messer. Holzspeer. Oh. Ein Federhut. Cool. Ich bin versucht, ihn zu kaufen. Aber ich glaube, ich verkneif's mir lieber. Ein gewöhnlicher Gürtel. Lederharnisch. Ich bin versucht, mir den Federhut zu kaufen, aber erst später. Ich glaube, wir kaufen uns jetzt mal hier so einen Gürtel. Nochmal, obwohl. Nee, komm. Das ist zu teuer, das ist zu viel Geld. So viel weiß ich inzwischen. Gut, dann gehen wir mal zu dem guten Soldaten und quatschen den mal an. Bleib zurück. Okay. Mit der Baroness sprechen. Wir müssen ein Wort mit der Senora Bellarita wechseln. Vertraulich. Tut mir leid. Ihr Vater hat mir unmissverständliche Anweisungen gegeben, niemanden in ihre Nähe zu lassen. Ist das nicht etwas übertrieben? Übertrieben? Vor einem Mond wurde ihr Gemahl ermordet. Und wer kann ausschließen, dass die Mörder noch irgendwo lauern? Ich glaube, der Mörder ist ganz in der Nähe. Schon gut. Gut, wir müssen ihn also da wegkriegen. Dann reden wir mal mit ihr. Ach, verfluchte Ratten. Bald haben sie die hängenden Gärten aufgefressen. Sollen wir sie für euch erschlagen? Mit Schwertern? Unsinn. Wozu gibt es Fallen? Wenn ich nur wüsste, wo die kleinen Kerle ihre Nester haben. Die Gärten sind immer wieder faszinierend. Ja, ein Jammer, dass sie so heruntergekommen sind. Nachts sind sie ein Liebesnest und tagsüber zertrampeln die jungen Burschen alle Rosen bei ihren Duellen. Im Park sind Duelle erlaubt? Willkommen im Horasreich.
Wir haben im Park ein paar Rattennester entdeckt. Wir könnten euch zeigen, wo ihr eure Fallen platzieren müsst. Oh, es gibt doch noch Ehrenleute. Ich werde die Fallen sofort auslegen. Okay. Können wir nochmal mit ihr? Ja? Nee, geht nichts mehr. Okay, dann Alborn. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Krieg mit Al-Anfa, ist Frieden mit Al-Anfa. Dem stimme ich vollkommen zu. Ich mag den nicht. Wir suchen einen Lehrmeister. Wir möchten etwas lernen. Ah, okay, von ihm kann man also... Was kann man denn von ihm? Den Schildkampf? Ah, okay, beidhändiger Kampfstil könnte man von ihm lernen. Aber wir haben keine Punkte. Wir brauchen erst Abenteuerpunkte. Beidhändiger Kampfstil von ihm zu lernen, geil. Geile Nummer. Dann wissen wir schon mal, wo wir das machen. Das mag ich ja sehr gerne. Und ich würde behaupten und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Ciao.